Hi, ich bin Matze von 11 Team Sports und wir machen uns heute auf den Weg nach Bochum zum Nike Most Wanted Event. Unterwegs sammeln wir in Hannover noch unseren Wildcard-Gewinner Noah ein und haben einiges geplant, also bleibt dran, Jungs, bis dann. Alles klar, wir warten dann, ja? Ich bin Noah Al-Tamimi, bin 18 Jahre alt, komme aus Bad Oldesloe, das ist in der Nähe von Hamburg. Hab mich so lange auf den Tag gefreut, ey. Ja? Alles klar. Es freut mich. Spiele zurzeit bei der U19 vom VfB Lübeck in der Regionalliga Nord. Meine Position ist Rechtsverteidiger. Dort werde ich öfter aufgestellt. Das ist wie Weihnachten. Ich freue mich, die anzuziehen später. Als ich erfahren habe, dass ich ausgewählt wurde für die Nike Most Wanted, habe ich mich erstmal riesig gefreut, habe sehr viele Nachrichten bekommen und kam erstmal gar nicht hinterher. Ich bin einfach sehr heiß drauf und freut mich einfach extrem. Jetzt bin ich hier mittendrin und es ist nicht mehr lange hin. Ich denke eher, meine körperliche Fitness ist so meine Stärke. Ich bin sehr laufstark, meine Sprungkraft ist auch nicht schlecht. Und ja, die Schnelligkeit, Spritzigkeit und mein Ehrgeiz zeichnen mich, glaube ich, aus. Ich hatte die Chance, bei der ersten Mannschaft vom VfB Lübeck mitzutrainieren und habe gemerkt, dass es echt ein Riesenunterschied ist zu der U19. Es ist viel mehr Tempo, viel mehr Einsatz und Aggressivität auf dem Platz. An dieses Tempo kann man sich aber trotzdem gewöhnen mit viel Training. Ja, als ich durch den Spielertunnel ging, gingen mir viele Gedanken durch den Kopf. Ich habe mir vorgestellt, dass viele Fans deinen Namen rufen und alle darauf warten, bis man den Platz betritt. Als es dann hoch auf den Platz ging und man den Rasen gesehen hat, das Gefühl ist überwältigend. Und es ist ein Gänsehautmoment. Man ist halt aufgeregt, aber man hat dann richtig Lust zu spielen. Mein Ziel für das Nike Most Wanted Auswahltraining in Bochum ist auf jeden Fall, dass ich die Coaches überzeugen möchte, mich gegen die anderen Teilnehmer durchsetzen will und das Ding einfach gewinnen will.